Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Creatures of Sonaria und heute ist das Winter-Event draußen und hier findet man so Mini-Geschenke, die man dann öffnen kann. Und danach kriegt man hier die Fragen über Kreaturen. Was tut der Murk? Der Murk macht, ich glaube, der hat Bleed Defense. Ja, der hat Bleed Defense. Oh, wie cool, wir haben es richtig. Und wie viel kriegen wir eigentlich? Ich glaube, wir kriegen 15 bis 25 Snowflakes pro Geschenk. Gucken wir uns jetzt mal hier um und da sind mehr Geschenke. Und noch ein Token war hier. Okay, hier, gib mir mehr Fragen, los. Creatures, der hat Bleed, da bin ich mir sicher. Juhu. Dafür muss man eigentlich das Game nur auswendig kennen. Die armen Newbies. Axotan, ich glaube der Axotan hat nichts. Der hat Bleed Defense, ups. Okay, schade. Ich glaube, immer wenn man falsch hat, dann kriegt man nur 2 Snowflakes. Man kriegt dann immer noch Snowflakes. Und ja, ihr könnt die Antworten alle auf Wikipedia sehen. In Wikipedia sind ganz, ganz viele Informationen über alle Kreaturen. Aber als Mobile-Player wird es ein bisschen schwer sein, ohne rauszufliegen, irgendwie in Browser was zu suchen. Weil man fliegt da eigentlich immer raus, wenn man zu lange im Internet bleibt. Bei manchen fliegt man direkt raus. What ability do the Trauli? Was ist ein Tauro? Ah, Tauro! Ich glaube, der hat Bleed. Ja. Oh, das war richtig. Wuhu! Okay, die sind eigentlich mega easy. Gucken uns jetzt hier mal um, ob es hier noch mehr Sachen gibt. Ich glaube, da gibt es einen Boss. Irgendwo in der Map gibt es einen Boss, den man dann besiegen kann. So, hier ist noch ein Geschenk. Der Lisu, der hat Poison. Poison Attack. Oh, Poison Defense hat der. Ups. Der hat Poison Defense. Manchmal haben wir schon sicher, der hatte irgendwas mit Poison. So, wir gucken uns jetzt mal hier um, ob es noch mehr Geschenke gibt oder ob hier irgendwo der Boss hier rumläuft. Oh, hier sind mehr Geschenke. Guckt euch das mal an. Guck mal, wie viele Geschenke hier rumliegen. Einfach so. Okay, öffnen wir das. Die Lirashu. Lirashu, was hat er denn? Ich glaube, der hat nichts. Bleed Defense, was? Okay. Und hier, der wäre dann Baden. Ach, komm schon. Der hat jetzt nichts. Bleed Defense, warum haben alle Bleed Defense? Ups. Stimmt, die waren schon, glaube ich, alle Bleed Defense, oder? Was? Aktra, was passiert hier? Und Scram. Müssen wir das jetzt nachschreiben? Ach so. Ups. Man muss irgendwie raten, was für eine Kreatur das ist. Upsi. Okay. Oh, darin bin ich so schlecht. Fabiki war es. Beim Rätseln bin ich nicht so gut. Müsst ihr wissen. Okay, ich habe hier den Geschenk angepasst und habe einfach nichts gekriegt. Ich habe keine Frage gekriegt oder irgendein Minigame. Egal. Oh, hier ist noch so ein Geschenk. Geschenke sind Le. Oh Gott. Paikalu. Ja, ich hab's richtig. Juhu, mein erstes Wort. Man muss sich voll konzentrieren. Irgendwie, um sie halt das richtig zu kriegen. Okay. So, dann gucken wir mal hier. Nein, ich will nicht trinken. What ability did the Philo pet? Ich würde sagen, none. Ah, dann kommt wieder Bleed Defense. Wusste ich's. Immer Bleed Defense. Ich glaube, fast jede Kreatur, die eigentlich nichts hätte, hat einfach Bleed Defense. So. Gucken wir uns jetzt mal hier um. Hier ein letztes Geschenk öffnen wir noch. Ariona. Der Ariona Bleed hat der. Okay. So. Easy. Oh, die Musik ist voll chillig. Ich glaube, das ist die Wintermusik. Bleed. Bleed die Fans. Ach, komm schon. Kiridian. Der Kiridian hat jetzt nichts. Als ob der Bleed hat. No. Okay. Ich glaube, wir kriegen das hier irgendwie nicht mehr hin. Machen alles hier falsch.
und finden hier den Riesenschneemann nicht. Oh mein Gott! Was ist da gerade eben rausgekommen? Oha, hab mich gerade voll erschrocken. Oha, macht das viel Damage. No! Die sterben. Oha! Kommt einfach aus dem Geschenk raus. Ich guck den jetzt an. Bringt das irgendwas? Oh oh. Ich denke, wir brauchen eine stärkere Kreatur, oder? Wie viel Leben hat er denn eigentlich? Ich greife den einfach an. Oh. Ach, daneben. Wir sind auch richtig schon am Bluten. Wir sind tot. No. Guck mal, wie wenig Leben ich habe. Ich bin fast hier am Sterben. Der ist aber mega OP. Ich glaube, ich wechsle die Kreatur dann. Mal gucken, welche Kreatur dann für sie geeignet wäre. Oder macht jede Kreatur irgendwie 5 Damage? Ich guck mal. Ich glaube, ich nehme den Flixlick. So. Kleine Flixlick. Wir ignorieren den Boss einfach mal. Es regnet irgendwelche Kugeln. Yeah. Oh, den muss ich noch einsammeln. Okay. Wir sind jetzt hier. Mal gucken, ob der noch da ist. Oh, ist noch da. Hey, yo, du. Na? Mal gucken, ob wir immer noch 5 Damage machen. Wir machen 5 Damage. Aber der trifft uns nicht, weil wir so klein sind. Oh, egal. Never mind. Da sieht man auch die Punkte. Denke ich mal. Ich weiß nicht, er ist tot. Oh, da sieht man die Punkte, wo der angreift. Cool. Aber wir kriegen immer noch Schaden. Warum kriegen wir Schaden? Stirb doch mal endlich. No. Kriegst mich nicht. Wir kriegen immer noch Schaden. Obwohl wir weit weg sind. Jo. Warum? Egal, wir essen ihn einfach tot. Ich muss doch irgendwann mal sterben. Ist er jetzt tot? Was passiert hier? Ist er jetzt tot? Was? Okay. Der hat sich jetzt irgendwie hingelegt. Okay. Ist er jetzt tot? Wir haben es geschafft! Wuhu! Er ist tot! Yeah! Unser Flixlick ist voll cool. Der hat überlebt. Ich glaube, kleine Kreaturen sind viel besser. Mit denen zu fighten als mit größeren Kreaturen. Also wird man irgendwie leichter getroffen oder so. Okay, mal gucken, wie viele Bells wir jetzt haben. Ich sagte vorhin die ganze Zeit Snowflakes, weil ich dachte, man kriegt hier Snowflakes, aber man kriegt hier irgendwie Bells. Wir haben jetzt schon 400. Das ist viel. Und die neue Kreatur kostet 2500. Der Slynog oder so ist viel teurer als der. Und dabei sind sie beide Tier 3. Oh, das sind Flieger. Wie cool. Ich glaube, aber ich hole mir 2 Quals. Oder never mind, ich hole mir doch keine Quals. Ich glaube, ich spare erstmal für den hier und danach hole ich mir die Quals. Okay, okay, das war's dann auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und tschüss.